Das ist doch alles Käse heute, Vincent. Und was für einer. Also der Kreuzer, der ist schon sehr fein. Und daraus machen wir heute nicht eine Käseplatte, sondern richtig schöne, warme Gerichte. Weil der Käse natürlich, wenn er warm ist, noch aromatischer ist, oder? Kann man das so sagen? Ja, und er ist auch, okay, ist ein bisschen viel Käse jetzt. Man muss so ein bisschen vernünftiger damit umgehen. Wir machen also mal Pasta mit verschiedenen Käsen. Also da haben wir da Pecorino, da nehme ich nicht so viel davon. Das ist ein Schafskäse, ne? Ja, das ist Schafskäse. Würzig, salzig. Und den kann man zum Beispiel auch anstatt von Parmesan nehmen, also relativ intensiv. Dann haben wir einen Fontina, der ist so halbfest, sehr angenehm eigentlich, aber nicht streichfähig. Den schneiden wir in gröbere Würfel, also sagen wir mal so, weil jeder Käse. Das ist der Grierzer, der ist relativ fest, deswegen kleine Würfel. Und der Gorgonzola, da mache ich eigentlich so richtige, das ist ja sowas von weich. Da mache ich und so. Und aus diesen verschiedenen Käsesorten machst du dann so eine richtige Käsesoße für eine Pasta, für eine Nudel. Zwar, wir machen eine Pasta mit diesen verschiedenen Käse und eigentlich eine Käsesoße, die wird aber gezaubert. Wir machen nicht extra so, sondern das ist alles in einem Arbeitsprozess, mache ich das. Wahrscheinlich eine Weltneuheit. Hoffentlich klappt es auch. Also hinten raus wird spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Ist die Pasta. Und dann geht es aber weiter. Dann haben wir hier diesen Ziegenkäse. Werden wir zerdrücken und in Förmchen geben. Sie merken schon Mangold an der Handhaltung, das ist eher dann die elegantere Variante. Ne? Das Mangoldblatt, da kommt das rein, wird angemacht, da sind Walnüsse drin und so weiter zu. Zack, in den Ofen. Ja. Und dann haben wir hier noch diese Ziegenkäserolle, dann haben wir eigentlich alles. Kuhmilch, Schafskäse, Ziege. Da wir die Schnitzel drücken wir einfach in Brösel rein, braten in Olivenöl, dauert keine Minute und wir haben ein wunderbares Gericht. Ich mache jetzt noch das wollen wir noch fertig da und dann den Gruyère hast du schon, den Pecorino hast du noch nicht. Wenn ich der fehlt noch aufmerksam. Und dann müssen wir ja das Tartle da mal starten. Ne? Kann ich dazu was beitragen? Ja, Zwiebel schneiden. Ich kann dir ein Stück Fontina klauen und losgehen. Und das gebe ich auch hier auf den Teller. Da hat Vincent schon Mangoldblätter blanchiert. Einfach richtig klassisch in heißem Wasser kurz weich gemacht. Genau. Den Strunk hast du heute mit Absicht drin gelassen. So viel Knack darf sein. Ja, die sind nicht so dick. Eigentlich, das geht schon. Dann führe ich dir diesmal zu, die Blätter. Ich tue mal ein Pfännchen aufstellen. Wegen. Hast du denn noch Platz für meine Zwiebel? Blätter? Ja. Die Käseplatte würde ich dann ein bisschen nach hinten holen. Hierher. So, die Zwiebel müssen wir anschwitzen. Da hinten das Wasser. Wunderbar, da haben wir also diesen roten Mangold und den weißen. Und da habe ich da die Förmchen. Soufflé-Förmchen. Gebe ich ein Tröpflein Olivenöl rein, hier auch. Also es gibt so richtige Päckchen mit Mangold, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und jetzt kommt die Evelyn und tapeziert es. Oh ja. Dann machen wir es nicht so schwer, nimmst du einfach mal die. So, dann kommt das da rein. Einfach so. Der Rest klappen wir später drüber, wenn die Ziegenmasse drin ist. Okay, wir pinseln nochmal. Jetzt muss ich da. Geschwind. Nochmal ein schönes großes Blatt. Könnt ihr auch rot, außer, oder? Mal ein rotes, machen wir ein rotes. Mal sehen, wie dann es müssen wir wahrscheinlich zwei nehmen dann. Ja, aber es gibt ja verschiedene Mangold, also gelbe, rote und grün. Ursprünglich grün und mittlerweile gibt es so Züchtungen, weil der Mangold ist praktisch, man könnte auch sagen Rübengrün. Es ist sehr verwandt mit der Rübe. Mhm. Und wenn du jetzt eine rote Rübe nimmst und da ein bisschen einkreuzt, dann werden die Dinger rot. Ich verstehe. Geschmacklich aber kein ganz großer Unterschied, oder? Schmeckt eigentlich alles gleich, aber die Optik sieht macht lustig aus, ja. So, Zwiebeln habe ich hier. Ja. Und du könntest in die Pfanne mal ein bisschen Olivenöl geben, dass wir die Zwiebeln ein bisschen anschwitzen. Also um es nochmal zu wiederholen, wir sind ja bei der Herstellung der Fülle. Für die Mangoldtörtchen. Für das Mangoldtörtchen, jawohl. So, Olivenöl ist heiß. Nein. Viel Zwiebel für zwei Törtchen. Nehmen wir es halt hart. Wir haben es. Schmeckt immer gut.
Und ich gebe jetzt gleich die Walnüsse dazu. Könnt man extra rösten, aber du weißt ja, wir sind ja nicht so viele Töpfe spülen. Ein kreativer Koch muss ein bisschen faul sein. Das stimmt. Und die werden dann nicht zu weich, wenn die mit den Zwiebeln mitdünsten? Nein. Gib mal richtig Feuer drunter. Dass also gut, alles was ich habe. Ein bisschen Knoblauch kommt rein. Dann der Rest machen wir später. Weil jetzt komme ich mit meiner Glasschüssel. Und diesen Ziegenfrischkäse hier. Nehmen wir uns mal 2 Törtchen. 4. Leberzwiebel ist wenig. Da ist ja noch relativ viel Wasser drin, also deswegen sind die nicht so mächtig. Ne? Du guck mal, die bräunen jetzt leicht. Ist es in Ordnung? Bleib dran. Bräunen. Wie hättest du es denn gern? Nicht schwarz, dann hätten wir schon. Ja, das ist super Auskunft. Das wäre dann schon ein Achtungserfolg. Jetzt guck mal, hier habe ich den Frischkäse mit dem Eigelb. Dann kommt hier Thymian noch dazu. Mhm. Und mach weiter. Die Zwiebeln sollten nicht roh sein. Dann mache ich hier mal so einen Schwung Brösel rein. Nicht zu viel Brösel, weil die Brösel, die dicken nach. Das ist ja, zieht die danach. Ja. Und am Schluss hast du dann Bettung. Das wollen wir nicht. So, jetzt mein Chef. Also nein damit. Darf ich, dass es auf das Ei so heiß wird? Okay. Macht nichts heiß. Nein, das deine wird Verantwortung. Da muss man ein bisschen schnell rühren, dass ich das willst da. Okay. Besser? Noch besser. So, noch besser. Gut. Petersilie könnte ich noch gebrauchen. Yep. In größeren oder mittleren Mengen? Ja, so. Esslöffel voll. Esslöffel voll. Gibt's. So, jetzt haben wir also diese Füllmasse hingekriegt. Mhm. Und ich muss jetzt schön probieren, weil. Weil? Wenn das jetzt nicht schmeckt, schmeckt es später auch nicht. Pfeffer darf noch, Salz nicht, das ist schon im Käse genug drin. Thymian können wir nochmal nach. So, reif für die Petersilie. Das kommt nicht so genau drauf an, weil. Auf diesen Satz hatte ich gehofft. Ob es grob ist oder nicht, weil das ist ja da innen drin. Versteckt. Wir müssen ja damit keine Schaublade machen. So. Guck mal, ob du so einen Gummistreifer hast in deinem tollen. Mit Stiel? Sowas? Ja, optimal, das ist ja fantastisch. Tag neu. Sachen haben wir hier. Du füllst mal ein. Ich mach mal. Und muss man das richtig? Richtig in die Ecken drücken. Okay. Ist aber dann doch mächtig Masse. So. Das ist jetzt ein Hauptgang. Das ist keine Vorspeise. Das ist Winteressen. Ja, richtig feschbar. Ja, richtig feschbar. Holz hacken und dann kommt das. Aber wie gesagt, ist ja wenig Fett im Spiel. Mhm. Der Ziegenquark hat nicht viel Fett. Ist und das gut. Ei und sonst war nichts drin, gell? Gut, streifst du es nur ab, dann haben wir es richtig vernünftig verwendet. Und dann klappen wir das Ganze zu. So. Die Frage, ob der Stiel, ob es das so bringt. Ja. Also von dieser Fülle kann man gerne auch ein bisschen mehr essen. Stiel mache ich ein bisschen weg. Schmeckt gut. Müsste mal ruhig ein bisschen das quetschen. Und drauf. Und richtig fest reindrücken. Das ist nur ein bisschen feucht, das Ganze, das macht aber nichts. Jetzt kommt er in den heißen Ofen. Jetzt kommen hier Brösel drauf. Und mit Ziege und Olivenöl ist immer. Super Programm. Absolut passend. So. Bewundere dich aus gebührender Entfernung. Das schmeckt gut, gell? Aber ich habe es ein bisschen in die Deckung begeben, dass keiner sieht, dass ich hier die Schüssel ausgesteckt habe. Es gibt ja manche so Hobbyköchinnen und Köche, die sagen, das wird dann schon im Ofen. Mhm, nix. Also wenn es so nicht schmeckt, wird es auch im Ofen nichts. Und das schmeckt, ich versichere es Ihnen. Super. Also rein damit.
Und auf dem Rückweg bringst du vielleicht den Nudelteig mit. Sie? Da geht's ja noch weiter, nicht? Mit hausgemachter Pasta. Also gut, unsere Mangold einmal in dunklem Kleid und einmal in grünem Kleid mit Brösel und Olivenöl. Ab in den Ofen. Chef, 180 Grad. Mach ruhig 200, wir haben nicht so viel Zeit. Jo. Also zu Hause kann man das nachher ein bisschen sanfter angehen. Aber wir müssen gucken, dass wir mit dem Thema durchkommen. Aber ich dachte, du zeigst uns heute, wie man so einen Nudelteig macht. Ja, ja, mache ich. Kommt ja gleich. Aber einen, das ist brauchst das du Endergebnis. Auch. Ich verstehe. Und anfange du die Sache folgendermaßen. Ich habe hier nicht so viel Mehl. Mhm. Du kannst schon Tröpfchen Olivenöl reintun. Nicht zu viel. Man macht gern zu viel. Halber Teelöffel. Zieh das rein. Gut. So. Noch ein Ei. Und das ist wieder dieser Weizengrieß. Aber nicht Grieß, sondern der Dunst, ne? Nee, das ist noch feiner. Richtiges Mehl. Noch feiner, richtiges Mehl. Mehl. Ups. Ja, Dunst können wir schon sagen. Es ist nicht so fein wie unser. Es ist ja relativ, sollte man meinen, eine grobe Sache. Mhm. Guck. Und trocken. Das ja. Ist aber, der Teig hier ist viel zu weich. Echt? Deswegen habe ich jetzt gebe ich erst wieder dazu. Mhm. Und jetzt tue ich das langsam immer dicker machen, immer fester machen. Mhm. Ich halte mal die Schüssel fest, dann kannst du mehr arbeiten. So. Jetzt würde ich erst mal sagen, jetzt ist zu viel Mehl. Nee, das ist immer noch zu wenig. Echt? Ja. Jetzt dauert es eine Weile, dann sind wir ungefähr... So weit, wie der Teig da drüben ist. So wie der da. Da arbeitest du jetzt noch ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, das muss und Ziegenkäse, ich so. Bevor der bei uns so Mode wurde, Frankreich vor allem war so die Heimat des Ziegenkäse, oder? Absolut, ja. Ja. Südfrankreich. Dort, Schäfer. Wo halt... Trockenes Gras, dann auch Weiden, wo zum Beispiel ein Schaf gar nicht mehr packt, weil eine Ziege ist ein unglaublicher Klettermaxe. Okay. Geht ja am Baum hoch und so, kein Problem. Echt? Absolut. Okay. Also meine Schwester hat eine Ziege gehabt, hat sie wieder abgeschafft. Die Ziege war überall, bloß nicht dort, wo sie hingehört. Auf dem Autodach, auf dem Hausdach, überall war diese Ziege. Ja, ja, großartig. Tolle Tiere. Also insofern sind Ziegen im Schwarzwald natürlich hochwillkommen, weil da finden sie genau das, was sie brauchen. Und wir kriegen wunderbaren Ziegenkäse von da. Ziegenmilch und Ziegenkäse sind in der feinen Küche angekommen. Schwarzwaldbauer Hans-Jörg Allgeier macht deshalb jetzt in Ziege. Es war kein leichter Schritt. Das Image der Ziege im Schwarzwald ist, naja, ausbaufähig. Anfänglich, ja, was? Ziege halt, das ist doch ein Lumpenfiegel, das geht doch nicht. Aber ja, durch das ist natürlich auch, du überlegst doch, machst du das Richtige, machst du das Falsche. Bereut die Entscheidung eigentlich auf keinster Weise. Hier landet die Ziegenmilch des Bauern, die Käserei Montezigo in Teningen. Der Chef heißt Martin Buhl. Vor 12 Jahren hat er ganz klein angefangen. Inzwischen hat er die größte Bio-Ziegenkäserei in Deutschland. Eine Tankwagenladung mit 2500 Litern Ziegenmilch. Die Käserei könnte das Doppelte verarbeiten. Martin Buhl will noch höher auf den Montezigo und muss deshalb die Initiative ergreifen. Wir machen jetzt eine kleine Kampagne und wir müssen jetzt einfach in kurzer Zeit viele Bauern davon überzeugen, Ziege zu halten und mit uns gemeinsam den Weg zu gehen. Einen hat er schon gefunden. Hans-Jörg Allgeier hat große Pläne. Im ehemaligen Kuhstall sollen schon bald 120 statt 40 Ziegen unterkommen. Martin Buhls Käserei garantiert ihm die Abnahme der Milch. Uns ist nicht geholfen, wenn wir ganz viele kleine mit 2-3 Ziegen können, dann kommen wir nicht weiter. Ja. Also wir brauchen Betriebe, die einfach leistungsfähig sind und zwischen 50 und 200 Ziegen halten. Das wäre so unser Wunsch an Betriebsgröße. Es ist das Geschäft der Zukunft. Für Ziegenmilch gibt es doppelt so viel Geld wie für Kuhmilch. Die Ziege gibt ca. 3 Liter am Tag, kriegt natürlich aber auch für den Liter Grundpreis 63 Cent. Im Vergleich zu der Kuhmilch momentan, zu der konventionellen Kuhmilch, da liegt derzeit, glaube ich, bei 27 Cent, also schon ein wenig Unterschied.
Bio-Ziegen statt Milchkühe. Bauer Hans-Jörg Allgeier hat sich entschieden. Er setzt auf Ziegen im großen Stil und das mitten im Schwarzwald. Also Vincent, ab 150 bis 200 Ziegen lohnt sich's auf deinem Grundstück. Ziegenmilch schmeckt überhaupt nicht ziegig, gell? Nee? Das ist auch so ein Vorurteil. Ein frischer Ziegenkäse erkennt fast niemand, dass es Ziege ist. Das stimmt, der, den wir jetzt gerade probiert haben. Ich meine Gäste schon runtergejubelt habe. Obwohl ohne, sie gesagt haben, sie mögen keine Ziege. Genau, und das ist einfach gesund und wunderbar. Ja. Guck mal, das ist mein Teig, den ich jetzt gemacht habe. Viel zu, es ist in Ordnung, wenn ich Tortellini mache oder Ravioli. Für Nudeln taugt es nichts. Bei Nudeln folgendes. Da habe ich den Teig, wähle den aus und gebe so das Mehl dazwischen. Und dann lasse ich das hier durch und tue auf diese Art und Weise durch den Teig wieder Du arbeitest es ein? Das kriege ich von Hand schier nicht hin. Da brauchst du eine Mordskraft. Nicht? Du musst es x-mal durchlassen. Dann ist es am Schluss so wie das hier. Das tue ich mal ein bisschen so, dass es da gut durchgeht. Ja. So. Und das ist noch eine dickere Platte und so darf es sein. Jetzt ist es ziemlich fast wie Pappendeckel. Ja, Wahnsinn. Hört? Ja? Sonst kriegst du aber keine Al Dente-Nudel hin, wenn du das nicht machst. Sonst hast du ein halbes so Spätzle, wenn es zwei ist. Nicht? So, guck, und jetzt lasse ich das da durch. Super. So. Das ist jetzt eigentlich ein bisschen schon dick. Die Dicke? Das ist eigentlich in Ordnung. So. Und jetzt nehmen wir den noch mit, damit du was zum Dazwischenstreuen hast, oder? Ja, genau. Ja. Jetzt kommt nämlich der große Trick, wie auf so einer Platte handgeschnittene Nudeln werden. Ja, jetzt brauche ich das. Wir hätten gerne Tagliatelle oder ein bisschen größer. Das kannst du wünschen. Es gibt da irgendwie 300 Namen für diese Nudeln. Mach was, behaupt, das ist es und gut ist. So lange ist eigentlich in Ordnung. Ja. Eine Nudel sollte nämlich so sein, dass man es um die Gabel wickeln kann. Mhm. Jetzt gehe ich hier rüber. Gucken wir, ob das Nudelwasser kocht. Ich muss da genau richtig. Mehr. Und jetzt bräuchte Hast du es gesalzen schon, das Nudelwasser? Nee. Mach lieber mal noch. Und jetzt bräuchte ich noch, meine Liebe, eine Art Platte, wo ich meine Nudeln parken kann. Jo. Er hat meine Liebe zu mir gesagt. Früher hast du immer gesagt, holst mir noch was. Ja, weißt du. Heute meine Liebe. Man wird älter. Guck mal, ich habe dir dann auch schwächelt und besonders schöne Hilfe. Schale geholt. Wärst du das, klasse, oder? Ja, klasse. Guck mal, und jetzt mache ich einen auf diesen. Jetzt habe ich ja da immer das Mehl dazwischen. So, nicht zusammendrücken. Mhm. Erste Ding. Ist der Anschnitt? Das tun wir vielleicht weg. Jetzt wie breit willst du haben? Nicht zu breit, würde ich sagen, dass der Käsesoße schön dran schlupft. So, Tagliatelle. Ja. Und jetzt kommst du zum Einsatz. Da können wir fast noch ein bisschen mehr brauchen. Guck mal, einfach drin, so ein bisschen ganz locker, luftig. Genau. Wir hatten doch noch mehr von dem Zeug. Das haben sie uns weg. Na gut, muss reichen. Jedenfalls, immer viel mehr Mehl drunter, auch wenn wir es jetzt nicht haben. Und später, dieses Mehl, auch das hier, man hat, in meiner Küche habe ich immer so einen Besen, so einen Handbesen. Ja. Aber nur zum Nudeln machen, für sonst nichts. Was machst du mit dem? Dass ich das Mehl, das ich da überall drauf tue. Ja. Guck mal, den Besen können wir jetzt gut brauchen. Siehst du es ein? Ich verstehe. Nein? Ja. Und dann darf hier ruhig viel Mehl sein. Wenn ich fertig bin, nehme ich eine Schüssel, ein Sieb, tue das Mehl dran, sieb es nochmal durch, dass ich die Körner weg habe, dann kann ich das Mehl wieder verwenden. Hier sehr haben wir, und somit, die dürfen also nicht zusammenhocken oder zusammenkleben. Ja. Deswegen muss es so trocken sein. Ein Traum. Sein. Und wenn man sie von Hand schneidet, sieht natürlich dann jeder erst recht, dass es selbstgemachte Nudeln sind und nicht irgendwelche. Kocht das Nudelwasser? Gekaufte. Ja, das Nudelwasser kocht. Du brauchst noch Frühlingszwiebeln drauf, ne? Ganz dünn. Und dann wende ich mich mal meinem. Muss ich nur einen Käse. Das Käsele panieren. Mhm. Und den Ziegenkäse schneiden. Das ist ähnlich wie bei der Schwarzwälder Torte. Das Messer heiß machen. Have a look. Heißes Wozu Messer. Wozu machst du das? Ach, zum den Ziegenkäse portionieren. Ja. Dann habe ich den da. Messer ist heiß. Also flutscht es bequem hier durch. Und ich drücke es hier rein. Drück ganz fest an. Ach, komm. Und das ist es schon, ohne Wir haben doch das hier. Gerade dachte ich, wie mickrig da in diesem Ding da. So,
Da kann ich nämlich das so und kann das richtig festdrücken. Also da ist jetzt kein Ding im Spiel. Das ist so Ei und Mehl und das brauchen wir alles nicht. Sondern nur diese Brösel. Mhm. Und das in Olivenöl gebacken, selbst einer, der einen Käse nicht mag, damit müsste er eigentlich, da wird jeder bekehrt, kuriert sein. Ist es gut? Jupp. Dann Olivenöl. Also ewig kann ich den Käse nicht braten. Das muss man immer wissen. Ein Käse will in der Regel nicht so arg viel Hitze. Ja. Der will schmelzen. Und wenn es drüber hinausgeht, ja, denk mal an die Pizza mit dem Gummikäse, ja, oben drauf. Wenn das zu heiß wird, das tut nicht gut im Käse. Dann soll man es lieber noch einen Moment anstehen lassen und das andere fertig machen? Du, ja, bist völlig frei. Machen wir lieber zuerst mal die Vinaigrette. Vinaigrette und denk an die Nudeln. Mhm. Du mal, ich komme zu dir. Machen wir die in dem Gläschen wieder? Die Nudeln brauchen ungefähr 2 Minuten. Spratzt. Das ist ja Pasta Fresca, nennt man diese frische Nudeln, mhm, relativ viel Senf, Essig, wenig hinein. Und Olivenöl gehe ich von aus. Gib ihm Pfeffer. Jetzt kann man, wer Lust hat, alte Schwaben mögen das nicht so, könnte man da noch Zucker dazugeben. Ach ja, je nachdem wie sauer der Essig ist, finde ich durchaus. Ja, die meisten nehmen ja jetzt diesen Balsamico-Essig. Ja. Das ist aber bloß die Hälfte Zucker drin, das ist der Unterschied. Kannst du auch also so reintun. Weinessig nehmen und Zucker reinmachen. Ist gut. Ist gut. Perfekt. So, ich würde sagen, wir schreiten zur Tat. Ja, jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt muss alles relativ zackig miteinander laufen, ne? Ja. Die Käsenudeln. Ist da Salz drin? Ja, habe ich gesalzen. Ich würde sagen so. Jupp, eine Portion. Gut. Und hier eben viel Mehl und die trocknet dann auch, die kann man später auch verwenden, wenn es trocknet. Wenn es angetrocknet ist. Ja. Und wie bewahre ich die dann auf? Frisch im Kühlschrank, drei Tage, oder? Immer trocken, auf dem Schrank oben. Ja. Später vielleicht in so eine Dose reingeben oder so. Was ist das? Anwender. Diese Schaufel hier. So, wie sieht's aus? Ja, das geht ja flott. Halte ich hier mal an. Muss mal ganz kurz noch gucken, was die Ziegenkäse-Törtchen machen. Ja, die kochen schon ordentlich vor sich hin. Wollen Sie auch mal gucken? Ein bisschen wenig. Beschließen wir, dass die schon fertig sind oder beschließen wir, dass die noch drin bleiben? Vielleicht noch einen kleinen Tick drin lassen, hm? Was beschließen wir, Vincent? Raus mit dem? Okay. Der Käse innen ist ja okay und wie gesagt, der soll ja gar nicht so wahnsinnig durchheizen. Dann brauche ich aber Handschuhe. Ja. Die holt man nicht so raus. Muss auch zweimal gehen, weil wer ohne Tablett geht, geht zweimal. So, dann machen wir ein bisschen sauber hier. In Mangold gebackener Ziegenkäse. Der Salat könntest du anmachen. Ja, ich hole dann ich schon mal Teller. Ich probiere mal so eine Nudel. Das geht nämlich relativ schnell. Zack ich alles. Und ohne Nudel probieren geht es nicht, gell? Sind sie schon? Mhm. Al dente, wie man so schön sagt. So. Das heißt, ich versuche jetzt, und diese Ziegentörtchen mit Anstand auf den niemals, Teller zu kriegen. Hey, was hier? Niemals kalt ablöschen. Rein wieder. Spaghetti, das gleiche Spiel. Das ist fertig. Jetzt kommt hier den Butter Salat rein. Ich haben. Dalli, dalli. Butter. So. Jetzt muss ich mein Mehl. Kleines Gerenne, Entschuldigung. Ich muss mal kurz anfangen. Lass ich hier die Butter zergehen. Was brauchst du? Nichts, ich hab's im Griff. Du hast alles im Griff. Gerade dachte ich, es bricht zusammen, aber jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Mehl kommt hier rein, wird hier verrührt. Ja. Und jetzt kommt hier Milch dazu. So, und jetzt dickt sich ja diese Milch quasi an. So. Mal gucken, Feuer drunter, was ist denn los? Jetzt tickt wieder alles hier.
Ja, sag mal, in der will er nicht? Wichtigsten Phase schaltet das Ding ab. Jetzt geht's wieder, ich hab's wieder im Griff. Dann kommt Pfeffer dran. Mhm. Und zwar ein bisschen grob. Und zwar grundsätzlich. Ganz immer fein gemahlener Pfeffer. Grauslich. Niespulver, sagst du immer sonst. Genau. Und es ist so geworden, wie ich dachte. Ja, dann. Sämig. Ja. Und jetzt kommt der Kas. Jetzt kommt erst der Kas. Und zwar alle miteinander. Der doch. Nee. Erst einmal diese härteren Teile. Du kriegst das hier. Ja. Und diese Schaufel. Gerne. Jetzt haben wir aber totales Teamwork, du. Das heißt, und jetzt muss dieser Käse sich hier ein bisschen anwärmen. So, jetzt war die Gabel. Hier ist eine frische. Ja, ich nehme vielleicht den Löffel. Löffel da. Ist ganz geschickt so. Und jetzt überlege ich, wie ich aus diesem siedheißen Töpfchen das rauskriege. Ah, warte mal. Gabel. Einfach so seitlich rein. Und bisschen anstechen. Also musst halt auch. Früher habe ich das immer gemacht, jetzt kannst du die Pleite mal erleben. Ein echter Freund. Ich habe dich vorhin zu früh gelobt, dass du nett geworden bist. Ne? So. Der eigentlich Käse ist durchgeheizt. Ich komme. Jetzt raus. Ich mache den Trick. Nur Mut. Mensch. Sag mal. Ich habe viel lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie gescheit Frauen eigentlich sind. Mir hat man in der Jugend immer beigebracht, das Gegenteil, aber das stimmt gar nicht. Jetzt komme ich hier. Also ich darf mal meinen Teller präsentieren, meinen Teller. Das ist ein Mangoldtörtchen mit Ziegenkäse innen gefüllt. Daneben liegt ein gebackener Ziegenkäse, ein etwas älterer Ziegenkäse, der mit ein bisschen Brösel gebacken ist. Und dazu einfach ein knackig grüner Wintersalat, verschiedene Salatsorten. Geschafft. Und dann, Vincent, als grüner Kick auf deine Käsenudeln mit dreierlei verschiedenen Käsen. Von und grober Pfeffer. Fontina, Gruyère, was haben wir noch? Pecorino. Pecorino. Und Gorgonzola am Schluss und dann noch den groben Pfeffer. Und ich habe es bewusst auf den Rand gemacht, war das jetzt genial, doof? Also nee, das ist wie im Feinschmeckerlokal. Also besser kann es gar nicht sein. Ach, Vince. Außer? Hier muss nur ein bisschen, dass es nicht trocken bisschen ist. Bisschen Öl drüber? Ja, das ist wichtig. Das ist jetzt, was wünschst Problem. Du dir? Es ist alles so wunderbar wohlig, weich. Ich nehme gerne den, weil dieses Mangoldtörtchen mit seinem Innenleben... Das muss ich. Ich kenne in Stuttgart einen alten Italiener, der sagt, ein Tag ohne Pasta hat es bei ihm nie gegeben. Der ist ungefähr 70. Recht hat er. Also dann können wir das ja nur gut bekommen. Guten Appetit. Guten Appetit, mein Lieber. Ah, dieses Törtchen ist wirklich vielleicht, oh ja, super. Wunderbares Innenleben. Und die Nudeln lassen sich so ganz gut wickeln. Der Käse hält das mit Anstand zusammen. Guck. Große perfekt. Verehrung, das schmeckt einfach hinreißend. Genießen Sie. Winter, wohlig warme Käsegerichte, damit wird es einem von der Seele warm. Bis zur nächsten Woche mit hoffentlich immer noch warmer Seele. Tschüss. Vincent, das schmeckt großartig. Bist du mit deinen Käsenudeln auch zufrieden? Total, der Wahnsinn. So einfach kann es sein. Völlig infantil und schlunzig.